Herzlichen Dank. Schön hier zu sein. Super Wetter, so gehört sich das, wenn die Revolution anfängt. Und darunter können wir es gar nicht tun. Schaut mal, was in Griechenland abgeht. Jetzt gerade habe ich auf der Herfahrt gelesen. Ich glaube, ich spinne. Da versucht jetzt ein griechischer Regierungschef, der das seinem Volk versprochen hat, das auch durchzuziehen. Schluss mit dieser Blutsaugerei in Griechenland. Und was passiert? Unsere Lügenpresse zerreißt sich das Maul. Seit heute Morgen 6 Spiegel-Online-Beiträge darüber, dass das ja überhaupt nicht geht. Und wir müssen uns mal überlegen, was das alles bedeutet. Hallo, Boiner. Wir haben da so ein Entgegengekommen gelesen in diesem Sudelblatt NATO-Kriegstreiber-Postille-Spiegel seitens der Troika gegenüber den Griechen. Und jetzt denkt doch jeder Normalbürger, der die Zeit nicht hat, das zu recherchieren, ja, jetzt müsst ihr doch Jubel schreien, dankbar sein und sofort unterschreiben. Jetzt machen die das aber nicht. Das heißt, ein Normalbürger kann gar nicht verstehen, warum die Griechen sagen, nee, das geht so überhaupt nicht und im Parlament kriegen wir wahrscheinlich keine Mehrheit und deswegen fragen wir jetzt das Volk. Verdammt und zugenäht, das wünsche ich mir, dass das Volk gefragt wird, wenn Milliarden über den Deister gehen. Nicht wie in Deutschland. Auf einen Rutsch 214 Milliarden Euro in den kaputten Euro hineingetreten vor einigen Jahren. Und damals taugte die NDR-Sendung Panorama noch etwas. Und dann haben die da die Abgeordneten befragt. Auf dem Weg zur Abstimmung im Bundestag, im Reichstagsgebäude. Und dann wussten die nicht mal, wie hoch der Betrag war. Von 10 Befragten wusste einer, der nette Frank Schwab von der SPD, den kenne ich zufällig persönlich, weil ich bei dem schon im Büro war, der wusste Bescheid. Und kein anderer wusste das. Die fangen aber an, wenn sie so ein Mikrofon und eine Kamera vor der Nase haben, machen, ich glaube, das lassen wir lieber. So geht das da ab im Bundestag. Und jetzt steht das schon im Spiegel und dann kriege ich schon wieder ganz schlechte Gefühle. Jetzt muss der Bundestag ganz schnell zustimmen, wenn das dann da fertig ist, ne, mit den Griechen und so. Oder wenn die Griechen fertig sind oder wie auch immer. Und jetzt versucht also Tsipras eine Volksabstimmung. Und da johlt die Meute der Lügenmedien, der Politiker und die Finanzmafiosi sitzen da und freuen sich. Wie sie den Tsipras jetzt schon fertig machen, bevor das Referendum überhaupt stattgefunden hat, weil die es eigentlich gar nicht wollen. Die wollen nicht, dass die Völker befragt werden, wenn man sie aussaugt. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel. Da könnten ja auch die Niederländer oder die Franzosen oder auch die Deutschen auf ganz miese Ideen kommen. Nämlich, dass wir die Spielräume nutzen, die wir in der Demokratie nun einmal haben. So, und wie funktioniert das? Mit nackter Macht. Und damit komme ich heute zu unserem Thema. Diese nackte Macht sitzt 15 Minuten Bahnfahrzeit von hier. Und was macht die da alles? Drohnenkrieg betreiben, andere Länder bombardieren. Und diese beiden Sachen allein übrigens in jedem Falle führen völkerrechtlich dazu, dass Deutschland Kriegsteilnehmer ist. Deutschland hat Krieg gegen den Irak geführt. Warum? Weil die USA von deutschem Boden aus Bombenflüge auf Bagdad geflogen sind. Ganz einfach, damit sind wir Kriegsteilnehmer. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Staatssekretär im Bundesverteidigungsminister hieß. Ich glaube Peter Wicht oder so ähnlich, der das mal aufgeschrieben hat. Und hat das seinem Bundesverteidigungsminister damals vorgelegt, 2003. Und war ein bisschen erstaunt, dass das in den Medien so breit getreten wurde. Das würde heute gar nicht mehr passieren. Der Spiegel würde sowas glatt verschweigen. Und jetzt gucken wir mal an, was das für ein Risiko ist. Schon jetzt rollen neue Panzer aus den USA nach Deutschland und nach Mittelosteuropa, direkt an die russische Grenze. Es hat zigtausende, fast 80.000 Leserkontakte auf meiner Facebook-Seite gegeben, als ich geschrieben habe, was zum Henker würde passieren, wenn Russland russische Panzer in Mexiko anlanden und direkt an die US-Grenze fahren würde. Da wäre die Hölle los. Und hier passiert das und wir Schlafschafe von der Europäischen Union und von der NATO glotzen blöde zu. Uns fällt gar nicht auf, dass wir hier rasiert werden, bevor wir skalpiert werden. Das ist das Thema.
Die machen uns fertig. Die haben einige Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg dafür gesorgt, jawohl, dass einerseits die Europäer nicht wieder über sich übereinander hergefallen sind, da sind wir ja ganz große Klasse da drin. Andererseits aber auch, dass die Sowjetunion keine, wie soll man sagen, Vorwärtsgelüste bekam. Das war ja noch halbwegs okay. Aber als es die Sowjetunion nicht mehr gab und Russland sich erkennbar, sichtbar, ganz offensichtlich für jeden ins russische Schneckenhäuschen zurückgezogen hat und hat gesagt, das machen wir nie wieder. Da haben die einfach weitergedrückt und gedrängelt. Und jetzt sind sie so verflucht pleite, dass sie ganz dringend einen Krieg brauchen, wenn das ganze Maschinchen noch am Laufen gehalten werden soll. Und das machen die mit uns. Und das heißt, das machen die gegen uns. Washington ist unser Gegner in Europa geworden. Das müssen wir verstehen. Unser Gegner in Europa, nicht Feind, unser Gegner, gegen unsere Interessen. 9 Milliarden Euro werden die Sanktionskosten allein für Deutschland betragen in diesem Jahr. Letztes Jahr waren wir noch bei 6,5 Milliarden. Wir haben eine eindeutige Ausweitung des amerikanischen Geschäfts mit Russland. Ich gönne den Freunden das, ist überhaupt gar keine Frage, nur nicht auf unsere Kosten. Das sehe ich nicht so richtig ein. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn ein paar Soldaten hier sind. Aber in Deutschland sind es in diesem Jahr immer noch knapp 60.000. 58.000 alliierte Soldaten und ein paar zerquetschte, hätte ich beinahe gesagt. Ich will da keine schlechten Bilder aufkommen lassen. Aber das geht natürlich nicht. Mit 10% davon wären wir ganz okay bedient. Und jetzt muss ich Ihnen euch mal was erzählen, was ich jetzt vor ein paar Tagen gehört habe, aus berufendem Munde. Ich bin ja mit diesem Schiff Iran Shahid am Arabischen Meer entlang gefahren, am Jemen auch, und dann in Djibouti gelandet. Djibouti hat was ganz Interessantes gemacht. Die bekamen eines Tages, das ist ja die größte Auslandsstationierung der Franzosen, nicht wahr? Und ehemalige französische Kolonie, frei seit 1977, angeblich frei, also jedenfalls einigermaßen okay, ja, 77. Die bekamen Besuch vom chinesischen Verteidigungsminister. 3 Tage wollte er da bleiben. Und die Idee war, dass die Chinesen eine Basis bauen in Djibouti. Ich persönlich glaube, dass die Welt dann etwas sicherer würde, wenn nicht nur eine Seite die Meeresenge von Hormuz, das ist der Zufahrtsweg zum Suezkanal, dicht machen kann nach Belieben, sondern wenn da mehrere Mächte beteiligt sind. Also chinesischer Verteidigungsminister in Djibouti. Ups. Der war keine 24 Stunden da, da kam Samantha Power aus den USA angeflogen und erklärte lauthals in allen hingehaltenen Mikrofonen, es passt uns Amerikanern jetzt aber gar nicht, dass der hier ist, dieser Chinese. Wow. Was haben wir denn in Djibouti? Wir haben in Djibouti auch 5000 Amerikaner. Meine sehr offizielle und sehr gut bewanderte djiboutische Quelle sagt mir, in Wahrheit sagen die Amerikaner, es seien ja bloß 3.000, aber tatsächlich sind 5.000 da. Und wenn man in Djibouti mit Turkish Airlines, so wie ich, Richtung Istanbul fliegt, dann kann man unten sehen, wo diese 5.000 Soldaten untergebracht sind, diese amerikanischen. Von da aus führen die Drogenkrieg, destabilisieren die ganze Region und natürlich nehmen sich das Recht aus, nachdem die Franzosen jetzt nicht mehr so viel Muckis haben und der Hollande sowieso so ein Schwachmat ist, ja, dass sie da sagen, was in Djibouti passieren soll. So soll das laufen. Und als dann der Chinese weg war, haben die Amis, das erzähle ich nur, damit man mal so lernt, wie Politik auch gehen kann, haben die Amis den Präsidenten von Djibouti eingeladen nach Washington. Und ratzfatz haben sie diesen Stationierungsvertrag für ihre angeblich 3.000, in Wahrheit 5.000 Soldaten um 10 Jahre verlängert und auch gleich Cash bezahlt. Super! Aber sie haben auch gesagt, pass mal auf, lieber djiboutischer Freund, wir haben das gar nicht so gerne, wenn die Chinesen da auch eine Basis machen. Ja, hat er sehr höflich gesagt, selbstverständlich, liebe Freunde, das nehme ich zur Kenntnis. Aber vor ein paar Tagen wurde mir gesagt, die Djiboutis husten da drauf. Natürlich kriegen die Chinesen eine Basis in Djibouti. Super! Das machen die einfach, weil sie ein freies Volk sind und auch bleiben wollen. Nun habe ich ja vor 2 Wochen das neue Verteidigungsprogramm der deutschen Mitte fertiggestellt. Das ging dann durch die
durch den Vorstand, durch die Partei, wurde abgesegnet, alles super, jeder freut sich. Und da heißt es zum Beispiel, wir verhandeln noch 2 Jahre, aber wir nehmen unsere deutschen Truppen sofort raus aus der NATO. Wir wollen da in gar nichts verwickelt werden, überhaupt nicht. Wir wollen auch, dass alle fremden Soldaten unser Territorium verlassen, früher oder später, schön, langsam, freundschaftlich, wie sich das gehört. Aber eben im Grunde wollen wir frei sein. Wir wollen Souveränität, wir wollen Friedensvertrag und da steht da alles drin. Und wenn die NATO nicht gut tut, dann gehen wir da ganz raus. Nicht nur die Truppen rausziehen, das ist das sogenannte französische Modell, sondern wenn dann noch weitere NATO-Soldaten irgendwo international außerhalb des Vertragsgebietes, out of area, stationiert sind, dann können wir mit dieser NATO nichts mehr zu tun haben können. Warum? Das gefährdet die Sicherheit, den Frieden, die Zusammenarbeit in Europa. Das ist das Thema. So, das steht da jetzt alles drin. Und nun kommt Djibouti nochmal eben. Jetzt haben die also zugesagt dem Chinesen, dass der da eine Basis kriegt. Vor lauter Schreck kommt jetzt im Juli bei über 40 Grad Hitze der französische Verteidigungsminister angeflogen nach Djibouti, der sich da 5 Jahre lang nicht hat sehen lassen. Bloß wegen dieser Chinesen. Und ich glaube, das ist eine ganz kluge Politik. Und mein sehr bewanderter Gesprächspartner, der sagte, ja, was sollen wir denn machen? Djibouti ist übrigens knapp halb so groß wie die Schweiz. Ich würde mal sagen, so bei 55% von der Schweiz. Ja? Das ist also gar nichts. 800.000 Menschen leben da. Ja? So sieht das also aus. Ein kleiner Hustenbonbon an strategisch sehr exponierter, wichtiger Stelle. Begehrliche Augen aller großen Mächte der Welt. Und da machen die sowas Kluges. Wir könnten ja auch als Deutsche uns überlegen, wieso zum Teufel zahlen wir eigentlich 70 Jahre nach Kriegsende noch immer für die Stationierung von 42.000 Amerikanern, 13.000 Briten, 1.300 Franzosen, noch ein paar hundert Holländer und Belgier. Warum eigentlich? Wofür denn überhaupt? Wir wollen das runterhaben auf 1/10 und dann bin ich der Ansicht, zahlen die, nicht wir. Ja? So geht das unter souveränen Völkern. Das hat uns Djibouti soeben vorgemacht. Ja? Wenn die das können, warum eigentlich wir nicht, Frau Merkel? Soll ich das jetzt wieder in dieses täglich anwachsende Kapitel Hochverratspolitik einsortieren? Oder was wollen Sie denn, Frau Merkel? Das wüssten wir gerne. So, jetzt haben also die Amerikaner nun diesen tollen Stützpunkt Rammstein und noch ein paar und 42.000 Soldaten hier. Und da denke ich mir, wenn Djibouti das kann, mit gutem Grund, den erläutere ich gleich, warum können wir eigentlich nicht Russen und Chinesen bitten, so ungefähr 5.000 Mann stark jeder, die frei werdenden Plätze der Amis freundlich zu pflegen, zu gärtnern, zu bewässern und meinetwegen können sie auch ein paar Panzer hier haben, kein Problem. Wir vermieten das. Und was wäre die Folge davon? Die Folge davon wäre, dass in Deutschland und in Europa ein Krieg gar nicht mehr so richtig ginge. Oh, kein Krieg. So als Finanzmafiosi würde mir jetzt der A mit Grundeis gehen. Ja? Das ist ja auch klar. Wenn die keinen Krieg mehr machen können, dann können sie kein Geld verdienen. Sie haben deswegen den Ersten Weltkrieg angezettelt. Da waren sie gerade an die Macht gekommen durch den Präsidenten Wilson, nicht? 1913, werden wir nie vergessen, dieses schöne Jahr. Und dann haben sie den Zweiten Weltkrieg angefangen aus Finanznot. Und soeben basteln sie für uns einen dritten. Das Problem ist, diesmal machen wir nicht mehr mit. Nicht nochmal mit uns. Nicht nochmal hier. Und woanders wollen wir es auch nicht. Nicht in Afghanistan, nicht in Irak, nicht mit ISIS, nicht mit den verbrecherischen Saudis im Jemen. Wir lassen auch Bahrain nicht mehr unterdrücken. Und schließlich finden wir, auch wenn wir ihn vielleicht nicht so wahnsinnig gern mögen, Assad ist nun mal Präsident von Syrien. Und holt eure dreckigen Geheimdienste da raus und lasst das Volk in Ruhe. Darum geht's. Und wer jetzt mitgezählt hat, der weiß, wow, das sind ja 4 Sachen, bei denen der Iran sich ein bisschen zuständig fühlt, weil da seine schiitischen Glaubensbrüder rein zufällig betroffen sind. Na sowas. Und das kocht jetzt alles hoch, rein zufällig, während dieser komischen 5+1 Gespräche, wo sich die USA und andere NATO-Staaten anmaßen, dem Iran irgendwelche Vorschriften zu machen, die in keinem Vertrag stehen. Gar nicht, überhaupt nicht. Das ist laut UNO-Charta, laut Völkerrecht
eindeutig eine Einmischung in fremder Völkerangelegenheit. Mehr ist 5+1 nicht. Warum macht der Iran das? Damit man sich einigen kann. Dann lügt der Spiegel täglich. Ja, die Iraner weigern sich ja zum Beispiel, ihre Militärbasis Parchin zu öffnen. Da lügen die Amerikaner. Dort hätten irgendwelche Atombombenforschungen stattgefunden. Falsch! Die Amerikaner haben zweimal Parchin besuchen dürfen. Die Iraner haben nachgegeben, ohne dies zu müssen. Das liest man nicht mal mehr bei uns. Vollkommen irre. Was wollen die eigentlich, die USA? Sie wollen den Iran rasieren, bevor sie ihn skalpieren. Oh, erinnert uns das an irgendwas? Ja, stimmt, an Europa, da haben sie die gleiche Methode. Die wollen im Prinzip die gesamte Atomforschung stoppen, das gesamte Atomprogramm stoppen, weil der Iran aber all sein Geld da rein investiert hat, wäre er dann, ich würde mal sagen, ziemlich geliefert, pleite nicht. Die sind ja nicht so komisch drauf finanziell wie wir, haben keine Finanzmafia, aber immerhin, es würde ihnen schlecht gehen. Und das Volk würde sich fragen, warum hat unsere Regierung so viel Geld in dieses Programm gesteckt und nachher kriegen sie es nicht durch. Das ist bei einer solchen Arbeitslosigkeit wie im Iran ein ernsthafter Punkt. Und so ist die amerikanische Rechnung offenbar, wir machen den Iran ja sowieso platt bis zum Regime-Change und zwar entweder mit einem Vertrag oder ohne Vertrag. Wie das ohne Vertrag aussieht, kann ich Ihnen sagen. Das hatten wir in den letzten Jahren. Auf vier Wegen. Nächtliche Kommandoaktionen per Hubschrauber von amerikanischen Hubschrauberträgern aus und von anderen Trägern aus in den Iran hinein. Halleluja. Bombenattentate im Iran nach Belieben. Aufhetzen und bewaffnen und finanzieren der Kurden und inzwischen IS, um im Iran und gegen den Iran einzugreifen. Und schließlich auch noch, indem man die verwandtschaftlichen Beziehungen zahlreicher Iraner in westliche Länder nutzt, um da Einflussagenten zurückzuschleusen. Das sind die vier Fronten des Iran. Machen die USA seit 30 Jahren und mehr. Eine unglaubliche Sauerei. Was können wir, was müssen wir daraus lernen? Hier in Europa, Deutschland, in Mitteleuropa, Zentraleuropa, strategisch hochwichtige Position. Das von Russland wirtschaftlich abhängigste Land Europas. Und demnächst nach den neuesten Plänen, nämlich praktisch die Gaszufuhr durch Nord Stream, durch eine weitere Blue Pipeline praktisch zu verdreifachen. Ja? Da sollen, wir haben jetzt so 27 irgendwas Millionen Kubikmeter in irgendeiner Zeiteinheit und das würden dann 51, 52 Millionen dazukommen. Das ist dann die Lage Deutschlands. Wir würden nach diesen russischen Plänen der Hauptknotenpunkt für die Gasbelieferung Europas werden. Wow, das ist eine gute Sache. Das stärkt uns auch. Aber nur dann, wenn wir den amerikanischen Einfluss abschütteln können. Und deswegen gibt es eigentlich nur drei gute Worte, um ganz klar zu machen, dass Deutschland nicht mehr ein besetztes Land der alten Alliierten und vor allem nicht der USA sein wollen. Freundschaft gerne, vor allen Dingen mit der extrem sympathischen amerikanischen Bevölkerung. Aber die Elite, das ist nett, gebt den armen Amerikanern mal einen Beifall. Da wir gerade dabei sind, 2003, kurz vor dem Überfall auf den Irak durch die Koalition der Willigen, haben 150 amerikanische Wissenschaftler geschrieben an Deutschland und haben gesagt, liebe Kollegen, liebe Deutsche, bitte tut etwas gegen diesen Krieg. Wir können uns gegen unsere eigene Regierung nicht mehr durchsetzen. 2003. Und die Süddeutsche Zeitung hat das gedruckt. Heute macht sie das Gegenteil. Heute gibt es eine Aggression gegen Russland. Und auch diese Zeitung, die mal eine brauchbare Zeitung war, ist kaputt. Strategisch besetzt mit US-Agenten, die da schreiben. Und was für ein Scheiß. Vor zwei Tagen habe ich zum ersten Mal diese Zeitung beim ersten Lesen zerrissen. Warum? Weil irgendeine Fußball-Damenmannschaft und irgendwelche Gender-Probleme auf Seite 1 in der Mitte stand. Wir stehen in einer Reihe von Kriegen weltweit. Wir sind in Europa von Krieg bedroht. Aber die Süddeutsche Zeitung macht das auf Seite 1. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das Beste, was wir dem amerikanischen Volk antun können, ist ihm zu helfen, seine wild gewordene sogenannte Elite einzudämmen,
deren Aggressionen zurückzuweisen und auch einzudämmen und womöglich einen neuen Krieg in Europa zu verhindern. 155 Staaten haben US-Militärpräsenz. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und deswegen lasst uns ganz kräftig anstimmen. Army, go home! Army, go home! Army, go home! Nur, der Pfiff war super, nur die Soldaten, die Touristen, die auch, wie soll man sagen, täglich zu Tausenden durch Potsdam strömen, die habe ich sehr gerne. Aber auf die Soldaten können wir glatt verzichten. Worauf wir nicht verzichten können, ist Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und dies Gelüge, dies Gehetze. Es gibt ja eine ganz einfache Regel, wie man eigentlich die Medien lesen kann, wie man damit klarkommt, was die schreiben, indem man einfach alles umdreht, was die schreiben. Das machen die nämlich auch. Die sagen, Russland ist aggressiv. In Wahrheit sind die USA aggressiv, ist die NATO aggressiv. Wir haben einen völlig durchgeknallten NATO-General. Ich weiß gar nicht, ich habe Angst vor dem, wie lange der überhaupt noch auf Posten bleiben kann, der sogenannte Herr Breedlove. Da kommt also Züchtung und Liebe vor in dem Namen. Ja? Das muss man auch umdrehen. Das ist wie sozusagen Killer-Hate oder sowas. Ja? Also General Killer-Hate, fuck off! Ja? Geh zum Teufel wieder nach USA zurück oder sonst wohin, aber am liebsten nach USA, denn ich möchte dich gar nicht in andere Länder schicken, wo du deinen Mist machen könntest. Ja? Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen auch nicht mehr mitmachen. Nach dem Willen der deutschen Mitte wird Deutschland strukturell nicht angriffsfähig. Und ich habe eine große Bitte an die Freunde von der Linkspartei. Bitte schmeißt diese Gysi-Formulierung von der Auflösung der NATO raus aus eurem Programm, das ist unrealistisch. Und nebenbei gesagt, seit wann wedelt der Schwanz mit dem Hund? Das kann ja wohl die linke Partei nicht ganz verlangen von der Rest-NATO, dass sie sich freiwillig auflöst. Ne? Nur damit die Linke um den Beschluss herumkommt, dass sie raus will. Das war's nämlich. So stand's in WikiLeaks. Da gab's ein Gespräch zwischen Gysi und dem US-Botschafter und er sagte, oh, mach dir keine Sorgen, mein Lieber, wir haben das schon gedeichselt, wir haben einfach gesagt, NATO-Auflösung, da müssen wir nicht sagen, raus aus der NATO. Nein! So, mein lieber Freund Gysi, nun bist du ja ein bisschen abgetreten, das hast du zwar schon mal gemacht, aber diesmal glaube ich dir. Jetzt müssen wir das anders machen, auch in der Linkspartei. Wir müssen ein bisschen ehrlicher werden, weil das Gelüge einfach nicht mehr ankommt. Wir müssen jetzt sagen, raus aus der NATO. Und zwar solange dieses Bündnis so aggressiv ist wie jetzt. Und damit wir nicht einfach zwischendurch auf dem Weg dahin verhaftet werden und die irgendwas mit uns anfangen, ziehen wir gleich unsere Truppen raus. Und es muss klar sein, dass von deutschem Boden aus auch keine andere Macht, auch nicht die USA, auch nicht Washington, weiterhin irgendwelche Kriege befeuern. Das machen wir nicht mit. Wenn ihr das wollt, zieht eure Jungs ab. Lasst uns in Europa in Frieden. Wir haben gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg. Euer Volk war ja nicht so stark betroffen und es durfte nicht lernen. Da waren ja eure Lügen, eure Medien, eure sogenannte Elite davor. Ja? Die verhindern ja, dass Amerikaner lernen, wie gute Politik geht, friedlich, wie sie sein soll. Und deswegen befürchte ich, dass die Lektion für die USA ganz, ganz bitter wird. Wir können und wir wollen aber nicht Teil dieser Lektion sein. Genauso wenig, wie wir nicht wollen und nicht können, eine Sicherheitsgarantie für Israel abgeben. Was ist das denn? Die mörderischste, unterdrückerischste, fieseste Nation der Welt. Ekelhafte Unterdrückung der Palästinenser seit Gründung des Staates. Und schon vorher war das, was die Zionisten da veranstaltet haben, ja auch nicht so toll. Und wenn ich das alles mir anschaue, kriege ich Angst um unsere Juden. Ich mache mir Sorgen, ob so ein Netanjahu sich eigentlich für seine angeblichen Glaubensgenossen interessiert oder ob er einfach nur mit der Finanzmafia heult und verdient und will einen tollen Lebensabend und der Rest ist ihm wurscht. Jedenfalls das Geschick des jüdischen Volkes ist ihm wurscht. Sonst würde doch ein so kleines Land mit so wenig Menschen bei den Nachbarn nie was anderes machen, als freundlich sein, nett sein, helfen, suchen, wo man zusammenarbeiten kann. Aber nie
anfangen, mit Hilfe einer großen Verbrechermacht in Washington zu unterdrücken. Als 6 Millionen Volk da unten, haben die einen Knall? Nein, die sind von Geschäftsleuten geführt, das ist es. Krieg und Unterdrückung sind heute ein Geschäft. Wer da mitmachen will, herzlich willkommen. In die Bundeswehr gehen, in der NATO mitarbeiten, General werden, kommandieren und möglichst nichts abkriegen und die eigenen Kinder machen auch keinen Wehrdienst oder sowas. Ist ja klar. Darum geht es diesen Leuten. Aber wir, wenn wir das mitmachen, machen wir uns mitschuldig. 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 Wir haben gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg, aus der massenhaften Ermordung von Juden, von Sinti und Roma, von Linken, von anderen. Wir wollen so etwas nicht mehr. Und deshalb arbeiten wir vor. Wir sagen, raus mit diesen Soldaten aus Deutschland. Und raus aus der NATO, Deutschland. Freiheit für ganz Europa wollen wir. Denn wir sehen ja, was dem armen kleinen Hollande passiert. Das ist der schwächste Präsident der Geschichte dieser Republik, der vierten. Unglaublich. Noch nie hatte ein französischer Präsident ein so geringes Maß an Zustimmung. Und jetzt kommt auch noch raus, dass er sich abhören lassen muss. Weil die Amerikaner es nicht für nötig behalten. Entschuldigung, Washington hält es nicht für nötig. Die Amerikaner, denen ist das peinlich, da bin ich mir ganz sicher. Washington hält es nicht für nötig, sich auch nur zu entschuldigen. Da kommt eine ekelhafte diplomatische Formulierung, erinnert mich sehr an den Umgang mit uns Deutschen. Und da heißt es dann, wir machen sowas nicht. Aber da steht nicht, was erwiesen ist, dass sie es bis dahin gemacht haben. Das ist mies. Das darf man dann nachlesen auf WikiLeaks in ekelhaften, peinlichen Details. Dieser Umgang mit Europa geht nicht mehr. Es ist nicht nur wir Deutschen, die aufstehen müssen. Alle Europäer müssen sagen, nein, wir lassen uns in keinen Krieg zwingen von jemandem, der ein paar tausend Seemeilen weiter westlich wohnt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir leben hier. Wir leben hier. Das war das Wort. Das war das Wort von 15 Millionen Russen. Ich habe das erfahren am 8. Am 8. Juni, dass es diese Demonstrationen in ganz Russland überhaupt gab. Ich war in Moskau. Ich sprach mit einem guten Freund, dessen Namen ich nicht nennen kann. Und er sagte, hey, was sagst du denn dazu, Christoph? Und ich sagte, hey, wozu? Ja, hast du das nicht mitbekommen? 15 Millionen Russen stehen am 9. Mai anlässlich des Siegestages zum Zweiten Weltkrieg auf der Straße und machen sich Sorgen, ob der Frieden in Europa hält. Und sie sagen, wir leben heute hier. Bei mir stellten sich alle Härchen auf. Ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Was für eine geile Demo. Ja? Wir leben heute hier. Nichts von Ami go home oder sonst irgendwas. Die hätten ein Recht dazu. Nein, das war's. Und ganz einfach halten sie Schwarz-Weiß-Fotos von ihren gefallenen Vorfahren hin. Von ihren Verwandten. Unglaublich. Und ganz ruhig. Völlig diszipliniert. Keine Randale. Kein Gebrüll. In Moskau alleine 500.000. Und in Reihe 3 sehen wir so einen netten kleinen Mann mit einer Halbglatze. Der hält seinen Papa hoch. Ein ganz irres Schicksal, wenn man das nachliest. Das hat netterweise die Süddeutsche geschrieben. Wladimir Putin. In der dritten Reihe. Bravo, Wladimir Putin. Das war einfach gut zu sagen. Ich mach mir auch Sorgen. Ich bin auch bloß Bürger. Und ich lebe auch heute hier. Wir alle leben heute hier und wir wollen morgen auch noch leben und wir wollen morgen glücklich sein, das ist unser Recht und wir wollen vernünftiges Geld verdienen, wir wollen Arbeitsplätze haben und wir wollen keinen Krieg. Und wer das mit uns versucht, fliegt raus! Auf nach Rammstein! Alles Gute euch! Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute.